Guten Abend. Heute Abend stelle ich noch kurz einen meiner Meinung nach und von meiner Erfahrung nach guten Tierschutzverein vor. Ich habe schon ein Video gemacht über einen sehr guten Verein Hundefreunde für Leben e.V. für Hunde in Polen. Und der DB Deutsche Bulgarische Hundeverein, genau, für Hunde aus Bulgarien. Jetzt ist dran der Verein Tierrettung Portugal. Genau, der hat seinen Sitz in Deutschland, in Münster. Der Name schon verlauten lässt, sind die vermittelten Hunde in der Regel aus Portugal. Wir haben von Dacht unseren Balu vor seit 4, 5 Jahren bekommen. Alles super abgelaufen. Ganz korrekter Verein und ein toller, toller Hund. Baloo noch gute, ich habe 3 Jahre bei uns gewohnt, ach, gelebt, ja. Er ist gestorben. Er ist mit 12 zu uns gekommen. Oder mit 11, 10, 11. Auf jeden Fall ein alter Schäfer und Mischling. Ich blende mal ein paar Bilder ein, ein kurzes Video. Absolut Traumhund, wirklich Hammer. Und dann vor einem guten halben Jahr hat eine sehr gute Bekannte von uns, die liebe Trude, ältere Dame, knapp über 80 Jahre, auch ihre Linda, die hieß früher anders, jetzt heißt sie Linda bekommen. Sie war damals schön geschoren, jetzt hat sie auch komplettes Fell wieder. Toller Hund, ein tolles Duo. Also beide sind glücklich, also Trude und der Hund. Ich blende mal gerade ein Mini-Video hier rein. Das war nachdem sie ausgestiegen ist. Aus dem Transporter, der Transport, der war über den Verein. Ach, wie hieß der nochmal? Ich blende jetzt mal gerade den Namen ein. Super, alles funktioniert. Wir haben in Köln den Hund, die Linde, abgeholt. Also Trude ist glücklich, der Hund ist glücklich. Es wurde vorher auch getestet in Portugal, dass die Linda katzenverträglich ist. Da mache ich auch noch ein kurzes Video zu. Das haben die auch wirklich super gemacht. Sie haben auch der Trude 2 kleine Videos geschickt. Wo die Linda vor Ort Katzen sich getroffen hat, begegnet wurde, begegnet hat, keine Ahnung. Auf jeden Fall ein toller Verein. Die 2 Hunde, der Balu und die Linda, waren tolle Hunde, liebe Hunde, Traumhunde. Und der Verein Tierrettung Portugal e.V. aus Münster kann ich aus diesem Grund nur empfehlen. Ich schaue mal gerade, was sie aktuell in Notfälle haben. Ach, der war schön hier. Rüde kastriert, Drogo sucht ein neues Zuhause. Ja, genau. Auch ein Knaller. Fast ganz schwarzer Hund. Aber schön. Kleine Maus. Bringen wir heute an den November. Ach so. Ist von Deutschland. Stubenrein. Kann alleine bleiben. Fährt gut im Auto mit. Keine Schwierigkeiten mit Umweltgeräuschen. Gut, ist nicht ängstlich. Sehr menschbezogen. Verträglich mit ruhigen Rüden und Hündinnen. Da er selbst viel Energie hat, kann ich mir vorstellen, ja. Lässt sich überall anfassen. Leinenführigkeit. Okay, alles klar. Ruhe herstellen. Ist klar, das ist ein junger Hund, der Power, ne? Grenzen setzen. Klar. Kein Problem, muss er machen. Wir sind da nicht so besonders dahinter. Also bei uns können die Hunde machen, was sie wollen. Aber wie gesagt, das muss jeder selber wissen. Gnadenplatz gesucht. Ich glaube, die kommen, so wie ich das sehe, einmal im Monat. Nein, sie ist süß. Genau, unser Balu hat auch irgendwie was, irgendein Schal um oder irgend sowas wie die auch hier. So ein, oh nein, alte Lady. Klasse. Klasse, klasse, klasse. Ach, Schatz. Schatz, Schatz, Schatz. Die Kaya sucht dringend zu Hause und nicht nur des Alters wegen Alters. Doch euer Blick zerreißt unser Herz. Sie hat bis dato nichts Schönes im Leben erlebt, im Gegenteil.
Ja, haben sie aus allen Tieren übernommen, weil es wegen schlechter Haltung der Hunde geschlossen wurde. Das hört man immer mehr in letzter Zeit aus Polen, Ungarn. Die Höllen kommen wieder, ja. Wir wissen nur, dass von anderen Hunden angegriffen wurde und die Hintertürchen Fleisch wurde, dass sie kein Schließmuskel hat. Das heißt, sie verliert unkontrolliert Kot. Ja, wir wissen, dass es sehr schwierig sein wird, aber wir hoffen, dass es irgendwann Menschen, oh Gott, ein Herz aus Gold gibt, die er zu Hause gibt. Meine Lebensgeschichte darf nicht so und nicht hier enden, boah. Oh Schatz, Nasennotfall, genau am Platz. Zu Hause gesucht, Rüden. Ach, sind Dalmatiner. Von der Bekannten mal vorschlagen. Ja, so ähnlich sieht Sabalu aus. Schöne Hunde, richtig schöne Hunde. Und wir haben eine Menge Hunde. Wahnsinn, ne? Wahnsinn, Wahnsinn, Wahnsinn. Oh, kleine Maus. Oh. Chefhund? Wie schlimm. Nö. Ach, nö, ist der witzig aus. Luna, alles tolle Hunde, wirklich. Hammer. Ja. Also hierher, wie gesagt, haben wir unseren Balu bekommen von diesem Verein Tierrettung Portugal e.V. aus Münster. Super funktioniert, Zahlung, Hund, toller Hund. Der wurde vorher so noch eine Kleinigkeit operiert, das vor Ort viel billiger ist, günstiger ist. Dann vor einem guten halben Jahr schon bei im April hat die liebe Trude ihren Hund von diesem Verein bekommen. Ich habe es mit Trude zusammen gemacht. Und wir sind nach Köln gefahren, haben den Hund abgeholt, ist von da aus Portugal angekommen. An einem Sonntag. Super netter Fahrer. Ich nenne doch mal den Namen und die URL des Fahrdienstes ein. Und also wirklich kann ich nur den Verein Tierrettung Portugal e.V. kann ich nur empfehlen. Da ist ja heutzutage nicht mehr so einfach, einen guten Tierschutzverein zu finden. Also Hundefreunde Joleben e.V., Hammer, für den bin ich schon gefahren ein paar Mal. Der hier auch super. Dann gibt es noch zwei, drei, vier andere. Zum Beispiel, ich bin mein Zettel. Pro Streuner habe ich mein Nando her. Super. Tierheim in Rumänien. .org. Da haben wir unser Florica her gehabt. Tierrettung Ausland e.V. Da mache ich auch Videos drüber. Auch sehr gute Vereine. Also wenn jemand einen Hund aus Portugal eine Chance geben will, sehr guter, seriöser Verein, kann ich schon empfehlen. Ciao.